Ja, mir gefällt es hier richtig gut zu spielen, weil hier auch mal ein bisschen lockerer Fußball gespielt wird und auch mal ein bisschen mehr gekickt wird ohne so krasse Regeln. Die UEFA spendet jeder Stadt, die ein großes Finale eines UEFA-Vereinswettbewerbs austrägt, Großfeldplätze. Ziel ist es, das Niveau des Breitenfußballs weiterzuentwickeln und bei den Jüngsten Spaß und Freude am Fußball zu stärken. Und doch München hat von der UEFA nach dem Finale der Champions League 2012 ein Großfeld erhalten. 3 Jahre später waren wir wieder in München und haben Gespräche geführt mit der Stadt, den Fußballverantwortlichen vor Ort, den Schulen, Trainern und den jungen Fußballern, wie ihre Gemeinschaft von dem Platz profitiert hat. Also dieser Fußballplatz hier ist ja ganz bewusst ausgewählt worden. Erstens, weil hier sehr viele Schulen da sind. Also wir haben hier ein großes Gymnasium zum Beispiel, das Glänze-Gymnasium, die sehr intensiv diesen Platz am Vormittag und am frühen Nachmittag nutzen. Und wir haben hier 2 große Fußballvereine, die einen extremen Zulauf haben. Also sowohl einen Männerfußballverein als auch einen Frauenfußballverein. Und für die ist das natürlich gerade für die Nachwuchsmannschaften eine optimale Trainingsmöglichkeit. Unsere Ressourcen als Schule, wie Sie vielleicht hier sehen, an diesem Raum sind begrenzt. Viele unserer Facilities sind nicht mehr so, wie sie sein sollen. Das heißt, wir brauchen solche Private-Public-Partnerships, um einfach unser Angebot auch up-to-date halten zu können. Jedes Geschenk ist was Schönes und wenn ein Geschenk so viel Sinn gibt wie der Maxi-Pitch, ist es natürlich eine ganz tolle Sache. Wir haben hier die Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen mehr Fläche zu bieten. In jeder Großstadt ist es mit Sicherheit so, dass wenig Sportflächen zur Verfügung stehen. Und der Maxi-Pitch bietet uns eine Möglichkeit mehr, den Kindern und Jugendlichen anzubieten, Fußball zu spielen. Ja, es ist sogar mehr. Die Vereine, die hier vor Ort tätig sind, bieten unglaublich gute Arbeit, was Integration betrifft. Es werden Kinder und Jugendliche aus 52 verschiedenen Nationen hier ausgebildet, Fußball zu spielen. Sie werden nicht nur ausgebildet, sie haben auf dieser Anlage die Möglichkeit, Freunde zu finden, Anschluss zu finden und zusätzlich aber auch hier eine Heimat in der Fremde gefunden zu haben. Fußball ist mehr wie ein 1:0. Fußball ist Freude, Fußball ist Spannung, Spaß, Gemeinschaft. Und das wird auf dieser Anlage vermittelt. Und wenn wir noch mehrere dieser Anlagen hätten, könnten wir das noch viel größer vermitteln. Das ist meiner Meinung nach viel, viel wichtiger und es geht um ganz viele Menschen, die Spaß am Fußball haben wollen. Wir spielen ja mit unserer B-Juniorinnenmannschaft, mit unserer ersten auch in der Bundesliga. Und wir sind natürlich sehr stolz drauf, wenn unsere Mädels, die wir hier in einem Verein von klein auf betreuen und die hier auch spielen, wenn die den Sprung in die Bundesliga schaffen oder in unsere Damenmannschaft in die Regionalliga. Das ist natürlich für uns ein Riesenerfolg, für jeden Trainer von uns. Ja, also es macht auf jeden Fall hier halt mehr Spaß zu spielen und das ist, glaube ich, auch wichtig. Also ich weiß nicht, ob man hier lernt man halt eher so zu dribbeln und so. Das ist schon, macht schon Spaß. Ein Erbe, von dem die Stadt und der Breitenfußball über lange Zeit profitieren werden. Die UEFA hofft darauf, in ein paar Jahren auf einen ähnlichen Erfolg nach den Endspielen in Warschau und Berlin zurückblicken zu können.